CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bevor ich einsteige, möchte ich einen herzlichen Dank loswerden an Caius Caesar, der sich für diesen Haushalt so enorm eingesetzt hat, will aber Großkoalitionär Herrn Frese mit einbeziehen. Das war gut dargestellt gerade. Es geht doch zusammen. Und natürlich auch den Bundesminister Schmidt hier mit einbeziehen. Ich glaube, ein Haushalt mit knapp 6 Milliarden, einer dicken Steigerung, und dann noch die Gewissheit, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, das ist gut, ein guter Erfolg. Vielen Dank, Caius, für den letzten Haushalt, glaube ich, den du mit begleitest als Berichterstatter. Meine Damen und Herren, verschiedene Zahlen des Haushalts wurden schon genannt. Ich möchte auf einen Punkt im Speziellen eingehen, der mir besonders wichtig ist. Wir spüren, dass die Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Gesellschaft, sagt man so schön, in Bezug auf die Landwirtschaft sich verändern. Ein besonderer Punkt ist mir wichtig, der emotionalste Punkt ist natürlich die Nutztierhaltung. Hier tragen wir im Haushalt erheblich Rechnung. Über 33 Millionen für den Bereich Tierschutz, für Forschungsförderung, Modell- und Demonstrationsvorhaben und die Entwicklung eines staatlichen Tierwohllabels. Verbraucher sind bereit, mehr zu zahlen für tiergerechte Fleischprodukte. Heißt es in zahlreichen Studien. An der Ladenkasse zeigt sich dieses allerdings leider noch nicht. Ein staatliches Tierwohllabel soll die wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen aufgreifen. Minister Schmidt, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßt und unterstützt ihr Vorhaben, ein solches Label zu entwickeln. Die Wirtschaft wartet, die Erzeuger wollen. Eine solche Initiative schaffen wir aber nur im Schulterschluss mit den Erzeugern, mit unserer heimischen Landwirtschaft. Die Landwirte sind nämlich diejenigen, die so ein Label umsetzen müssen. Wir brauchen daher ein konstruktives Miteinander und keine Wahlkampfparolen. Wir haben ja gerade ein Beispiel gehört, Herr Kindler, bleiben Sie besser bei den Zahlen als bei der Landwirtschaft. Sie haben mich nämlich persönlich angegriffen, und das kreide ich Ihnen an. Wenn mein Vater noch leben würde und hätte das gehört, wissen Sie, was er zu Ihnen gesagt hätte? Der ist ja noch grün hinter den Ohren. Der soll sich noch nie eine Kuh von hinten gesehen und beurteilt von Berlin aus unsere Tierhaltung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also um Ihnen das noch mal deutlich zu sagen, das Landgericht Hamburg hat dem Norddeutschen Rundfunk verboten, die Bilder aus unserem Stall zu zeigen und weiter zu veröffentlichen. Wissen Sie warum? Weil kein Tierschutzverstoß vorgelegen hat. Und deswegen kann ich Ihnen auch Herrn Ebner, nur empfehlen, lassen Sie die pauschale Verunglimpfung der Bauernfamilien in Deutschland, vor allem der Tierhalter. Und ich kann Ihnen, ich wiederhole das aus meiner letzten Rede, unterstehen Sie sich wirklich, Wahlkampf auf den Rücken unserer Bauernfamilien zu machen. Das haben die nicht verdient. Herr Minister Schmidt, ich kann Ihnen nur ermutigen, gehen Sie voran beim staatlichen Tierschutzlabel. Die Branche wartet und ist bereit. Der große Zuspruch der wirtschaftsgetragenen Brancheninitiative Tierwohl hat bereits eindrucksvoll gezeigt, dass es unsere Landwirte sind, die an der Weiterentwicklung der Tierhaltung interessiert sind und sie offensiv und entschlossen angehen. Die Initiative im Übrigen funktioniert und wirkt. Wir sind im Moment dabei, die Vertragszeit 2018 bis 2020 abzuschließen. Die Verträge werden in diesen Wochen unterschrieben. Ein staatliches Tierwohl-Label darf aber nicht im Wettbewerb stehen mit dieser Brancheninitiative. Und ich biete Ihnen, Herr Minister, an, gemeinsam mit Ihnen die Synergieeffekte, die es dort ja gibt, zu nutzen und gemeinsame Infrastrukturen im Bereich von Kontrolle und Organisation zu nutzen. Bereits zur Grünen Woche in knapp 2 Monaten wollen Sie, Herr Minister Schmidt, erste Eckpunkte vorstellen. Es ist also ein ambitionierter Zeitplan. Wir wollen Sie gerne dabei unterstützen, um mehr Tierwohl vor allen Dingen in der Breite voranzubringen. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 10 steht für Landwirtschaft und Ernährung, aber auch, das ist mir wichtig, für den ländlichen Raum. Ich bin selber ein Junge vom Lande aus dem Kreis Borken und ich bin sehr stolz darauf. Manche Stadtmenschen schauen allerdings etwas überheblich aufs Land und das zu Unrecht. Wenn ich für meinen ländlichen Raum, meine Heimat sprechen darf, im Kreis ganz kurz: Arbeitslosigkeit
unter 3% Vollbeschäftigung. Wir haben Weltmarktführer bei uns in der Region, auch beim Thema Landwirtschaft, landwirtschaftliche Lösungen. Wir haben 4 schuldenfreie Städte und Gemeinden. Das ist so bei uns. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir alle haben in unserem Heimatkreis tagtäglich hart dafür gearbeitet und machen das auch weiter so, damit es so bleibt. Natürlich gehören zu so einer guten Lage auch gute Gesamtumstände. Aber gute Umstände werden offenbar von manchen besser genutzt als von anderen. Und deswegen, auch bei allem Stolz über meinen Heimatkreis, müssen wir aber festhalten, dass es viele Kreise gibt, in denen es weniger gut zugeht. Hier braucht es konkrete Unterstützung, und die geben wir auch mit dem Haushalt. Nicht zuletzt durch das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung, was ja schon erwähnt worden ist, mit einem Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro, also einer Erhöhung um 45 Millionen. Es ist unser zentrales Anliegen als Unionsfraktion, den ländlichen Raum als Lebens- und Wirtschaftsraum weiter zu stärken. Nicht jedem ist nämlich geläufig, wie wichtig die ländlichen Räume sind. Teilweise mangelt es an Wertschöpfung, vor allen Dingen auch an Verständnis. Eine mangelnde Wertschätzung ländlicher Räume kann zu tiefgreifender Entfremdung führen. Diese Entwicklung haben wir gerade bei den Präsidentschaftswahlen in Amerika erlebt. Das Wahlergebnis zeigt uns, wie wichtig der von uns eingeschlagene Weg ist, uns für den ländlichen Raum und die dortige Landwirtschaft stark zu machen. Aber gesellschaftliche Wertschöpfung ist das eine und konkrete finanzielle Hilfen erst recht in Krisenzeiten das andere. Seit Monaten arbeiten wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion am Pakt für Landwirtschaft. Es geht darum, in einer ökonomisch schwierigen Situation ein Zeichen der Unterstützung zu senden. Verdopplung des Milchpakets EU von 58 auf 116, Erhöhung der landwirtschaftlichen Unfallversicherungsunterstützung auf 178 Millionen, 150 Millionen Bürgschaftsprogramm. Gewinnglättung wäre auch noch wichtig. Ich glaube, die Verantwortlichen wissen, dass jetzt Liquidität gebraucht wird und nicht in Zukunft. Und deswegen kann ich nur sagen, macht voran, dass das Paket noch verabschiedet werden kann. Vor allen Dingen geht es darum, die Landwirte, die noch mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht noch zusätzlich belasten. Während wir nämlich an Unterstützung arbeiten, wird gleichzeitig Abschaffung der Direktzahlung gefordert, Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch und vieles andere. Mit anderen Worten, während die einen den Bauern das Leben noch schwerer machen wollen, hat die CDU, CSU konkret gehandelt. Konkretes Handeln, zukunftsgerichtet, stabil und verlässlich, das ist das, was sich im Einzelplan 10 widerspiegelt, übrigens auch im gesamten Bundeshaushalt, im vierten Jahr in Folge ohne Schulden. Die CDU-CSU ist der Partner des ländlichen Raums und der Bauernfamilien, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Röhring. Ich hoffe, Ihnen ist nicht so kalt. Ich finde es halt extrem kalt hier im Laden. Es ist kalt, ne? Gut. Also sind nicht nur wir hier erfroren. Also deswegen machen wir jetzt schnell, dass wir schnell in die Wärmestube kommen. Ich komme übrigens auch vom Land, nur dass es klar ist, auch von einem kleinen Ort. 4.800 Einwohner. So, nächste Rednerin.